Wer gibt mir die Zeit zurück? Ja, wer gibt mir diesen Stress zurück? Mhm. Diese ganzen Polizeieinsätze. Viele Leute da draußen, die wissen gar nicht so, die sehen das nur von einer Sicht, ja, die sehen Sicht des Axel Springers. Aber meine Eltern zu beleidigen? So, Habibis, Ladies and Gentlemen, ich küsse eure Herzen. Vielen, vielen Dank für euren Support. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Willkommen in unserem Kinosaal. Die ganzen Statements, die Ansagen, auf die wir schon sehr lange warten von Arafat, dass er gesagt hat, ich werde bei irgendeinem YouTuber mitmachen und alles auspacken. Stück für Stück. Ich werde euch 2 Jahre lang unterhalten, hat er gesagt. Und ich habe sogar noch gesagt, wann geht das mal los? Und tatsächlich ist es jetzt soweit, der Tag ist gekommen. Arafat Abu Chaka, das große Interview zum Bushido, Enthüllungsbuch, Prozess und Trennung. Was los? Also, ich würde sagen, ihr lasst es euch schmecken und ich sage, let's go in a window. Ich bin sehr, sehr gespannt, Leute. Ich habe mir nichts davon reingezogen. Ich habe nur in den Kommentaren gesehen, dass einer geschrieben hat, ob der Cutter vielleicht einen geraucht hat, weil da Sequenzen gab, die irgendwie nicht synchron waren. Aber ich freue mich sehr mit euch, mir das jetzt reinzuziehen. Und es geht wirklich sehr, sehr lange. Ja, das geht fast 2 Stunden. Wir gehen mal rein, wir gucken uns das mal zusammen an. Wenn es zu langweilig ist, dann, ja. Aber ich denke nicht, Digga. Also, let's go in the window. Hast du endlich dein Buch bekommen? Ja. Der süße Arafat. Da wusste noch nicht so, was abgepackt. Ich wusste nicht, dass ich irgendjemanden kennenlerne, der... Egal. Oh Mann. Laufen wir? Ja, ich finde es witzig, wir sitzen jetzt hier, wir haben ein Riesenbuch. Arafat Klartext. Sitzen in der berüchtigten Villa, über die schon eine Menge gesprochen wurde. Hier sehen wir noch die alten Bilder, wie es mal aussah. Ungefähr vor 10 Jahren haben wir uns das erste Mal in deinem Laden, damals hieß es noch... Hieß das noch Chandar Papari? Ja. Jetzt heißt es dann so. Da haben wir stimmt, 2000. Fast 10 Jahre her. Da saßen wir, haben gesprochen. Das ist ein der berühmtesten, würde ich sagen, Interviews in der Deutschrap-Historie so. Weil das erste Mal war, dass du gesprochen hast. So, vorher kannte man dich nur als grimmig vielleicht gucken dann in Videoclips von Bushido oder halt von Songs. Sonst kannte man dich nicht. Und das hat Wellen geschlagen damals. Mittlerweile muss man sagen, bist ja schon auch wieder fast TikTok-Star und so. Reden wir alles gleich. Ich wollte nur sagen, interessant fand ich, als wir hergekommen sind, da musste ich darüber nachdenken. Damals hast du einen sehr berühmten Satz gesagt. Du hast gesagt, wenn Bushido und ich uns einmal streiten, dann wirst du davon nichts hören. Wir sind so gut miteinander. Falls Streit ist, dann unter uns. Jetzt 3 Dokus später, 3 Jahre Gerichtstermin, 28 Spiegel TV, ein ganzes Buch. Oder ihr habt die Kuh gemolken, oder? So. Guck mal, von der Außensicht sieht das so aus, ob ich die Kuh gemolken, also die melken will. Und wenn ich ehrlich bin, ist es eher, er hat die Kuh gemolken. Viele werden sagen, ja, aber ich hatte auch was davon. Guck mal, ein Geschäft besteht immer aus 2 Teilen. Okay? Ja, das Geschäft wäre auch nicht zustande gekommen, wenn ich nicht da wäre, aber das Geschäft wäre auch nicht zustande gekommen, wenn er nicht da wäre. Okay, wir haben kombiniert, also ohne ihn hätte es nicht funktioniert. Also dieses Musikgeschäft, nicht andere Geschäfte. Um andere Geschäfte brauche ich ihn nicht. Verstehst du, was ich meine? Und andersrum genauso. Und ja, stimmt, ich kann mich erinnern, wo du gesagt hast, 2015, dass wenn wir uns streiten, man hört nicht drüber. Das war, glaube ich, da habe ich ein Interview gegeben wegen K1. Ja, du hast halt einmal auspacken wollen. Und ich erinnere mich damals schon, da hast du dich darüber aufgeregt, dass andere so öffentliche Streits haben. Ja. Deswegen meintest du, wir sind so... Aber würdest du aus heutiger Sicht sagen, gut... Ich bin immer noch der Meinung, sage ich dir ehrlich, ich bin nicht der Typ, der, wie man so schön auspacken tut, aber der Typ hat schon wirklich, wirklich, wirklich... Der hat dich gereizt. Nee, das hat mit Reizen... Also die Einstellung an sich ist gut. Wenn ihr Streit mit jemandem habt, den ihr gern habt, mit dem ihr eng seid, dass ihr dann sagt, wir gehen niemals an die Öffentlichkeit oder machen das öffentlich, wenn ihr eine Person des öffentlichen Lebens seid. Aber wenn der eine in die Öffentlichkeit auf einmal geht und über dich auspackt, in Unrecht ist, Digga, dann bleibt dir keine andere Wahl. Wie oft hatten wir sowas schon? Was zu tun, das ist, der hört ja immer noch nicht auf. Ja. Viele denken, das Gerichtsverfahren, Strafprozess, das war's. Mhm. Ich habe ja noch weitere 4, 5 Verfahren mit ihm, wo seine Aussagen... Besser gesagt, seine Lügen immer noch irgendwo im Raum stehen und die noch nicht geklärt sind. Und ich würde es wirklich nicht machen, aber er hört ja immer noch nicht auf. Er macht immer noch Aussagen, wir haben immer noch Gerichtsverhandlungen. Er versucht mir immer noch meinen eigenen Anteil von Rüdersdorf beispielsweise, was ganz einfach ist. Ist eine GbR, er schließt mich einfach aus und sagt, verpiss dich. Sag mal, wo leben wir hier? Ich habe genauso viel bezahlt wie er und ich habe das Geschäft selber an Land gezogen. Und jetzt, weil er denkt, er hat sich so eine Position gemacht, ach, der böse Arafat, der hat dies gemacht, der hat das gemacht, schließt ihn mal aus. Und jeder
jedes Gericht sagt, oh Mann, der arme Kerl und seine Kinder. Alles nur Show. Hm. Verstehst du, was ich meine? Und weil du gerade gesagt hast, warum ich jetzt rede. Ich würde auch ganz anders machen, wenn er, ich sage dir ganz ehrlich, ich würde auch, ich muss nicht mich mit ihnen hinsetzen, wenn die Anwälte sagen, hör mal zu, das habt ihr zusammen aufgebaut, du nimm deinen Teil, ich nehme meinen Teil. Für mich ist erledigt. Mhm. Aber er lässt sich nicht. Natürlich will er das nicht. Er will den ganzen Kuchen und erzählt rum, ich bin gierig. Ja, wenn ich gierig bin, ja, dann würde er nicht 70% vom Geschäft haben und ich 30%. Okay? Nur in den Immobilien, die ich, also ich habe sie an Land gezogen und habe ihn eigentlich daran beteiligt, dass er ein Geschäft machen kann. Mhm. Da sind wir 50-50. Also, das stellt er in Frage? Also er will da 100%? Ja, er sagt, ich hätte ihn in der Vergangenheit bedroht und gemacht und er hat laut Gesetz, kann er mich ausschließen und dann macht er so eine Bilanz und das nimmst du und so auf gut Deutsch. Also auch wenn der dich ausschließen würde, würdest du ja nicht mit Null rausgehen. Du würdest Nein, ich würde nicht mit Null rausgehen. Er wollte versuchen, mit seiner gefälschten Bilanz da was... Achso, du würdest weniger kriegen durch die Bilanz. Du musst dir vorstellen, dass diese Immobilien sind über 12 Millionen Euro wert. Der wollte mich mit 126.000 Euro abspeisen. Mhm. Ich sag mal, geht's noch? Und dass das Gericht überhaupt das mitmacht. Weil dann, der hatte gerade seine Fahrt, das Urteil war noch nicht da. Und natürlich, ach Gericht, ach, kennst du doch. Mhm. Klar, Boss, klar, Großfamilie, warum wollen wir die unterstützen? Wenn sie aber nur nach dem Rechtsstaat gehen, nach Recht und nicht dieses, wie soll ich sagen, dieses Negative von außen. Jeder weiß ja, dass er gleich angefangen hat, mit Axel Springer eine Doku zu machen und gegen mich geschossen hat. Das hat er alles, das war ja alles sein Plan, musst du dir vorstellen. Ja? Und dann bin ich in Berufung gegangen, jetzt sind wir am Landgericht, OLG Brandenburg an der Havel, mhm. Und da streiten wir uns weiter. Ich sehe es nicht ein, warum ich da rausgehen soll. Ich sehe es nicht ein. Ja gut, das muss ja auch nicht, das ist ja dein Recht, du kannst und, ja da... Und deswegen sage ich ja, ich habe auch noch ein Verfahren in Frankfurt-Oder mit ihm. Ja, genau. Da hat er mir gesagt, ich habe irgendwelche Rechnungen gefälscht und betrogen. Nur Fantasien. Hm. Weißt du, wirklich nur Fantasien. Das Verfahren war erstmal eingestellt, dann ist er nochmal hingegangen, so voll das uninteressante Verfahren, nur um mir eins auszuwischen und, was viele nicht verstehen, der lebt momentan durch diese ganzen Verfahren, hat er Dokus gemacht. Hat er dies gemacht, hat er das mhm. gemacht, der hat ja alles gemacht, nur durch die Verfahren, immer so bam, 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 bam. Zuletzt, wenn ihr seine Geschichte so verfolgt, erst waren die Bösen, jetzt ist ja mittlerweile der deutsche Staat der Böse, weil der deutsche Staat uns freigesprochen hat. Also hat er und seine Frau, was hat er so schon gesagt? Er hat gesagt, also ich sag mal so, mein Gefühl ist so, die beiden waren sehr gut, bei Bushido war auch alles okay, bis die Frau ins Spiel kam. Nachdem die Frau da war, hat sich alles auf den Kopf gestellt. Ist so, ne? Und manchmal gibt es Frauen, die haben die Hosen an und dann ziehen sie mal den einen oder anderen die Ohren lang und dann ist vorbei, Digga. Genauso wie in dem Sinne jetzt. Und Bushido ist wirklich im Vorteil, weil es halt Arafat ist, Arafat Abu Chaka, ja, Clan-Mitglied oder Clan-Großfamilie. Ist es ihm gelungen, diese ganzen Dokus oder überhaupt so eine Plattform noch mehr Reichweite zu bekommen, weil es halt Arafat ist? Sein Vertrauen verloren hat in das deutsche Staat. Nein, wenn du dein Vertrauen im deutschen Staat verloren hast, was machst du denn hier? Da bist du ja schon abgehauen, aber die Kohle nimmst du mit. Punkt 1. Punkt 2, den Polizeischutz die ganzen Jahre lang, die Millionen, die ausgegeben wegen seiner Lügen. Mhm. Was für Vertrauen hat er denn noch? Also wenn es nicht nach seiner Schnauze läuft, ja, dann sind alle böse. Aber wenn es nach seiner Schnauze läuft, dann läuft alles gut, oder wie? Mhm. Und das ist der Grund, weil er nicht aufhört, werde ich mal auch die Kehrseite der Medaille mal freilegen. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Das ist, ja, ne, wie soll ich dir sagen, ob dich jemand zwingt? Ich will es gar nicht. Ich soll mich in Ruhe lassen. Mhm. Er soll mir mein Recht geben. Er soll sein Recht nehmen. Jeder geht seinen Weg. Was heißt das? Was hast du vor? Hast du noch irgendwas vor? Ja, ich habe noch so ein paar. Was hört sich so an, als ob du sagst, ey, pass auf, ich will das nicht, aber ja. Du zwingst mich, ich habe was vor. Richtig? Ich habe also nichts, was körperliche Gewalt angeht. Nein, ich meine, hast du mal vor mit... Ich meine, so wie er. Es laufen im Hintergrund Projekte. Genau. Es gibt auch Projekte, die sind schon abgeschlossen. Und ich habe mich entschlossen, auch selber Projekte zu machen. Ich habe jetzt einen Twitch-Kanal gemacht und da werde ich so einfach mal erzählen. Mhm. Krass. Dann werde ich so ein paar Podcasts machen. Mal gucken, mit wem, ist eine Überraschung. Und ja, das habe ich vor und ich will nicht so viel verraten. Also du gehst in die Offensive, in die Öffentlichkeit und wirst... Crazy. Ich habe gedacht, das ist Roos' Digga. Also okay, mit Roos macht er dieses Interview. Aber das heißt, er wird noch einiges. Boah, geil, Digga, geil, finde ich geil. Ist mehr reden als vorher. Natürlich, du musst dir vorstellen, der hat uns 6 Jahre beleidigt, uns in den Dreck gezogen. Also nicht nur mich, hat er meine Brüder mit reingezogen. Ja? Und wenn jetzt irgendjemand sagt, ja, aber was hat die und die Person damit zu tun?
Warum redest du über die Schwester oder die Mutter von Anna-Maria? Oder warum redest du jetzt über den Bruder von Bushido oder die Schwester von Bushido? Oder warum? Was haben die damit zu tun? Kann ich sagen, was haben meine Brüder damit zu tun? Warum hat er sie vor Gericht gezogen? Mhm. Mit seiner Frau. Ich sage dir auch warum. Weil jeder weiß eigentlich, also die Familie von Anna-Maria, weiß ja jeder, wie Anna-Maria ist. Er hat einfach ein T-Shirt an, wo Polizei draufsteht. Warum kam da kein Feedback? Sag, ey, was soll das, was du da machst? Das entspricht doch alles nicht der Wahrheit. Mhm. Aber nein, der Rubel muss laufen. Bei euch ist aber eh ein bisschen schwer, das auseinanderzuhalten. Deine Brüder spielen ja auch eine Rolle da. Also zum Beispiel wurden die ja mit an, wie sagt man, angeklagt. Fälschlicherweise mit angeklagt. Ich sag ja, die waren an dem besagten 18.01. und so weiter. Aber ihr seid ja auch eh so ein bisschen verbandelt. Deine Brüder waren auf Tour mit, die waren befreundet mit Bushido. Nicht meine Brüder, ein Bruder war mit. Ja, oder ein Bruder. Und ich will dir mal ganz kurz was sagen. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Wenn ich unterbreche, sag, ich weiß manchmal, wenn ich im Flow bin, rede ich ein bisschen viel. Der 18.01., ja, der besagte Tag, Yasser, das war rein zufällig, dass er überhaupt da war. Du musst dir vorstellen, du kennst ja die Puderstraße. Ja. Und oben, ganz oben ist ein Fitnessstudio, ja. 18, da gab es noch. Er hat mit meinem Bruder Momo trainiert. Ja? Der kam nur rein kurz, wollte Hallo sagen. Meine ich ernst, da war Bushido noch nicht mal da. Mhm. Und wollte einen Espresso trinken, das war's. Der hätte sich wieder verpisst. Also auf gut Deutsch. Und dann kam ja Bushido verspätet. Ja? Mhm. Das Coole ist ja, der hätte ja behauptet, der wäre 4,5 Stunden da. Ja, in seinen Träumen war der 4,5. Was soll ich mit ihm da machen? Kochen oder was? Mhm. Ja, 4,5 Stunden. Und dann sagt er so sinngemäß, ja, die haben auf mich gewartet. Mein Bruder war zufälligerweise da. Weißt du? Und gut, also, für meinen Bruder dummer Zufall. Im Nachhinein hat er gesagt, wäre ich mal lieber weggegangen. So, was soll diese Geschichte, was er da abzieht? Und dann verleugnet er auch Zeugen, wie die Sekretärin, die war auch dabei. Du musst dir vorstellen, er verleugnet ja gewisse Leute extra, weil sonst hätte ja die Polizei sie rangezogen. Ja, genau. Ich meine, gut, am Ende, jetzt könnte man sagen, am Ende hast du das Ding ja gewonnen, du bist freigesprochen, sämtlich. Ja, aber... Aber es, interessanterweise... Bruce, was heißt denn gewonnen? Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt hast du was trotzdem drei Jahre... Wer gibt mir meinen Ruf zurück? Ja, aber wer gibt dir die Zeit auch zurück? Warte, also, wer gibt mir die Zeit zurück? Ja, wer gibt mir diesen Stress zurück? Hm. Diese ganzen Polizeieinsätze. Viele Leute da draußen, die wissen gar nicht so, die sehen das nur von einer Sicht, ja, die sehen Sicht des Axel Springers. Hm. Und dann musst du dir vorstellen, jede Zeitung nimmt der von denen. Der traut sich ja gar keiner, seine eigene Meinung zu bilden. Weil der wird ja systematisch dann... Na, es gab schon ein paar Zeitungen, die relativ neutral... Weiß ich. Und dann holt er sich... Es gibt ja so ein paar Polizeieinsätze, Videos, ne, auch wo er live war zum Teil. Boah, wie das da eskaliert. Man hat auch richtig gesehen an seinem Gesicht, wie genervt er immer war davon. So ein Typen wie ein Peter Rosberg, ja. Komischerweise hat er jetzt auch Streit mit dem. Aber weißt du was? Das ist ja immer so. Das sind für mich beide Heuchler. Ich will mit den beiden nichts zu tun. Ja, aber ich denke, die FAZ, glaube ich, wenn ich mich jetzt so erinnere, Spiegel hat auch immer ganz gut eigentlich das abgelichtet. Gerade FAZ hat schon sehr früh, finde ich, nach ein paar Monaten schon, haben die kritisiert, richtig, dass das so in die Länge gezogen wird. Richtig. Also die haben alle schon gesagt, dass die Leisner sich so ein bisschen verrannt hat, aber jetzt nicht aufhören will. Sie heißt Leister, nicht Leisner. Das sage ich immer Frau falsch. Leister. Sorry. Ja, aber ich muss da ein Veto einlegen. Ja. Warum hat das auch so lange gedauert? Verstehen ja viele nicht. Da die Polizei nicht ihre Arbeit gemacht hat, muss es die Kammer machen. Zum Beispiel wie ein Zeuge. Der stand, glaube ich, also einer der die Priorität der Zeugen, weil dieser eine Zeuge, wesentlich, war ja am 18.01. mit in der Puderstraße, ja, der wurde dazugerufen und dann später bei Bushido zu Hause. Der stand ganz oben. Also was machen Sie? Nacht- und Nebelaktion, der war im Knast. Also die haben ihn abgeschoben, ja. Warte mal. Mütze über den Kopf, ja, machen Mephisto an, ja, in der Musik, ab im Flughafen und weg. Ja, was muss die Kammer machen? Viele sagen, die machen Däumchen drin. Nein, tun sie nicht. Also müssen sie den Zeugen, ja, ranholen, hören. Also haben sie die türkische Behörde angeschrieben. Das hat über 9 Monate gedauert, dass im Gerichtssaal, es muss ja so sein, in einer türkischen Behörde, dass er da videomäßig vernommen wird. Dann hat die Kammer gesagt, hört mal zu, er kann kommen, wir würden ihm freies Geleit geben. Da sagt die Ausländerbehörde, nicht mit uns. Also da frage ich mich, was soll das für ein Spiel? Und dann fragt man sich, was habt ihr so lange gemacht? Also ich glaube nicht, dass die Kammer Langeweile hatte, dass die Frau Leister das in die Länge gezogen hat. Und dann, dass ich das dann so höre wie auf den Gängen, ja, das sind meine Anwälte und wir ziehen das in die Länge. Ich gehe da nicht freiwillig hin. Wie gesagt, manchmal dreimal die Woche, zweimal die Woche. Weißt du, das habe ich damals in der Berufsschule gemacht. Ja, da bin ich Geselle und Kfz-Mechaniker geworden. Verstehst du? Also, und das ist mit den anderen Zeugen genauso. Ja. Und das hat sich immer so gezogen. Und dann kamen Zeugen. Aber die Frage war... Also, ganz kurz, ja, bitte. Ja, ja, ja. Dass wir das erklären, nur warum ist in die Länge. Dann kamen Zeugen. Ja, die hätten auf einmal Gedächtnis schont. Viele dachten, die haben Angst vor mir. Nein. Ich würde mir wünschen, dass sie da ausgesagt hätten. Möchte ich nicht. Ja, weil sie ihre eigene Scheiße nicht zur Erscheinung bringen wollen. Verstehst du? Und dann habe ich zum Beispiel von Zeugenaussagen erfahren, die 2012 und 2000 getätigt wurden von K1. Da war ich geschockt. What? Der hat das damals so ausgesagt? Weil damals habe ich ja nicht mal eine Anzeige dafür bekommen. Ja. Guck ich mir so an, wow. Ja. Weißt du, wenn jemand aus dem Vertrag raus will oder seine Verpflichtungen nicht nachgeht, heißt es immer,
Der böse Mann, Arafat Abu Shaka. Hm. Aber dass sie sich fragen, von wo kommt das ganze Business? Wer war das Fundament? Das interessiert niemanden. Ja, die Frage ist auch, du hast jetzt erklärt, warum die so lange gebraucht haben, weil Zeugen die mussten rangeholt werden und so weiter. Die Frage ist, alle Zeugen gefragt werden? Also für das Bild, für das Gericht, um sich so eine Meinung zu machen, mussten wirklich, weil ich hatte das Gefühl, einige Zeugen waren schon einfach zu viel. Zum Beispiel, wer denn? Also zum Beispiel die ganze Geschichte mit deinem Bruder, dass da irgendwie vor 3 Jahren war so ein Autounfall. Ah, stopp mal. Ah, nee, dann hast du das falsch verstanden. Ach so, ja. Also du musst dir vorstellen, die Frau Leister hat ja nicht nur ein Verfahren geführt. Genau, die hat, ja, stimmt. Genau, das muss man den Leuten auch erklären. Die hat 10 Verfahren in einem reingepackt. Ja, ja, ja. Also, sie Bushido, hat gedacht, wenn ich jetzt euch da habe. Genau, Bushido ein Verfahren. Dann wegen meiner anderen Tonbänder, also nicht wegen Bushido. Wegen Polizeiaufnahme. Wegen Polizeiaufnahme, wegen meinem Bruder Yasser. Ja. Also sie hat, und dann, sie hat aus einem Verfahren, also aus, sagen wir mal, aus 10 oder 15 Verfahren, hat sie eins gemacht. Also wenn ich Arafat Abu Shaka nicht bei Bushido kriege, kriege ich ihn vielleicht da, oder wenn ich Yasser nicht kriege, kriege ich ihn dann da oder da. Das ist schon, eine linke Nummer gewesen, sage ich dir ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob es rechtlich möglich ist, aber ich fand halt nur dadurch wurde es unnötig lang. Teilweise, ich war einmal vor Gericht, mich extra hingekommen und dann ging es den ganzen Tag nur um irgendeinen Unfall, Auffahrunfall, den er vor 3 Jahren hatte. Habe ich mir gedacht, was hat das mit der Hauptsache? Gar nichts hat es damit zu tun, weil Frau Leister es mit angeklagt war in der Anklageschrift. Ja? Ja. Und das war alles eigentlich. Hm. Deswegen haben viele gesagt, was hat der eine damit zu tun? Hat nichts damit zu tun. Also andere Journalisten haben das auch gesagt. Aber ich dachte jetzt, du fragst mich explizit Zeugen beispielsweise, die wegen Bushido und mir kamen. Ja, ja, ja. Was haben die damit zu tun? Ja, ging es um die Glaubwürdigkeit, oder? Natürlich, du musst dir vorstellen, Bushido hat ja gewisse Namen einfach mal weggelassen. Hm. Wie Danny Bokelmann. Hm. Oder wie das ganze Büro damals, wo wir angefangen haben. Die hätten ja alle was sagen können. Bushido kennt ihn nicht mehr. Hm. Sein besten Freund damals, also das ist mein bester Freund, oder sein Nachbar war sein bester Freund. Hat irgendjemand, so ein Typ gewohnt. So hat er es immer gesagt. Sekretärin war nicht da, obwohl sie da war. Warum? Er hat Zeugen einfach weggelassen. Das war wie hier beim Zaunstreit. Er sagte, er kam mit seiner Frau. Hm. Ja, ich schwöre dir, das hat mich so krass aufgeregt. Er kam mit seiner Frau und ich wäre rausgegangen mit so einem Muskelshirt und einem Kaffee mit Latschen. Weißt du, das stimmt alles gar nicht, was er gesagt hat. Er hat mich angerufen. Wir mussten was bereden und sagte mir, ey, ich bin gleich da. Das ist so cool. Okay? Und er konnte damals, musst du dir vorstellen, konnte er damals das Tor nicht aufmachen. Weil ich habe hier gelebt, er hat hier nicht gelebt. Und ich habe es ihm immer aufgemacht. Wir hatten keine Fernbedienung, so musste so einen Knopf. Hm. Und in seinem Haus war es noch nicht verbaut. Habe ich ihn aufgemacht und habe gesagt, aber ich komme gleich. Ich habe einen Kaffee gemacht, das mit dem Muskelshirt und den Latschen, das stimmte. Mhm. Aber er kam mit Steven und ich mit seiner Frau. Und seine Frau kam später. Also hätte er mich an diesem Tag nicht angerufen, weil er mir einen Tag vorher gesagt hat, ich komme, wir müssen reden, da wäre ich gar nicht rausgegangen um die Uhrzeit. Hätte ich noch schön weiter geschlafen, so bis 12. Ja. Ja? Und dann hat er Steven zum Beispiel komplett verleugnet, obwohl Steven die ganze Zeit dabei war. Und dann sagt er einfach, ja, ich habe mich mit seiner Frau gestritten, aber ich möchte das jetzt nicht, das will ich auf einen anderen Tag verschieben, ja. Das stimmt, dann ist seine Frau abgehauen, ja, weil sie ein eigenes Auto hatte und er ist mit Steven gegangen. So hat er an diesem Tag einfach Steven verleugnet und sagte, ja, meine Nanny hat mich abgeholt. Meine Nanny. Ich will das nur ganz kurz anschneiden. Und dann, weil seine Nanny nicht auffindbar war, irgendwo hat sie sich dann, hat die Frau Leister sie aufgesucht, weil in der Hoffnung, dass die das Geschichte bestätigt ist. Und jetzt halte ich fest. Dann kam die Nanny, hat gesagt, nee, ich habe ihn dann nie abgeholt. Nie. Aber weißt du, was er für eine Geschichte vor Gericht gesagt hat? Ich stand dann da. Ich war voll verzweifelt. Es hat dann angefangen zu reden. Ich weiß nicht, was für ein Film der geguckt hat. So ein Trauer-Liebesfilm oder keine Ahnung. Und bin rausgegangen. Bin die Straße runtergelaufen. Hat meine Nanny angerufen. Sie war in der Nähe vom Kindergarten. Mhm. Dann bin ich gekommen. Wirklich erfundene Scheiße. Mhm. Und es hat sich bestätigt, dass die Nanny kam und hat gesagt, das stimmt nicht. Mhm. Und hat die Nanny als seine Sekretärin angemeldet, dass er das Nanny-Geld versteuern kann. Also, Steuerhinterziehung, hatte ich fest, und eine Falschaussage. Wo war denn dann die Frau Leister? Wo war die Frau Leister, wo sie eine Anzeige erstattet hat? Einfach, sie muss, also in meinen Augen, musste sie das machen. Mhm. Ach, hat sie gesagt, das war doch nicht so schlimm. Verstehst du? Mhm. Aber uns Vögel wollen. Und das war auch der Grund, warum ich hier keine Aussage gemacht habe. Ich wollte eine Aussage machen. Ich habe meinen Anwälten gesagt, ich würde wirklich gerne aussagen. Ja. Weil der irgendwann hat er so viel gelogen. Du konntest es nicht mehr ertragen. Ja. Ich meine das jetzt ernst. Ja, ich verstehe dich. Das heißt, mein Anwalt, ey, warum kann ich nicht aussagen? Aber deine Anwälte haben... Aber sie haben recht gehabt. Ja. Weil wenn ich die Frau Leister gesehen habe, dass Lügen ertappt wurden, es wurden richtig Lügen ertappt, das ist vielleicht 0,1% von seinen Lügen, die ertappt wurden, wo nichts passiert ist. Dann meint mein Anwalt, was meinen Sie, wenn Sie anfangen zu reden? Ja. Sie wird alles anzweifeln, Falschaussage. Wo fangen wir denn an und wo hören wir auf? Da habe ich so gesagt, ja. Ich sag euch ehrlich, ne, wir haben so lange
Also Bushido hat so lange dagegen was gemacht. Die ganzen Dokus auf Prime. Es war krass, Digga. Wenn du dir das so angeschaut hast als Zuschauer und davor Arafat noch nie zugehört hast, hast du wirklich gedacht, er ist der schlimmste Mensch der Welt. Aber jetzt ist es so, dass zum Beispiel Arafat sich hinsetzt, nachdem er freigesprochen wurde, und auspackt. Dreht sich so die ganze Sache. Und ich sag euch ehrlich, wir sind immer Leute, die neutral bewerten, vor allem vom Bauchgefühl her. Ich sag euch ganz, ganz ehrlich, ich habe ein Bauchgefühl, dass Arafat mehr im Recht ist, was diese ganze Sache angeht. Natürlich war es ein Geben und Nehmen, so wie auch selbst erwähnt. Aber ich denke, dass Bushido einfach von seiner Frau ganz in eine falsche Richtung gelenkt wurde. Meine Meinung. Deine Anwälte haben dir geraten, erstmal nichts zu sagen. Einfach, ne? Ist ja auch dein Recht. Aber ganz ehrlich, das war eigentlich auch ein guter Rat. Weil ja, denke ich auch. Das hätte das nur alles noch verlängert. Hätten wir gesehen, dass die Staatsanwaltschaft, die die Klage ja erhoben hat, fair wäre. Die Staatsanwaltschaft ist ja auch verpflichtet, in andere Richtungen zu ermitteln. Nicht nur in eine Richtung. Ja, aber der Staat, ja klar. Das ist egal. Ja, ja. Muss eigentlich, muss. Ja, nee, das hätten wir das gesehen, hätte ich ausgesagt. Ja. Ich hätte gar nicht. Man muss schon sagen, ich glaube, alle Beobachter, außer jetzt vielleicht die Bild, alle Beobachter, auch ich habe ja immer wieder geguckt, ich habe ja so eine Presseschau gemacht, hast du vielleicht mitbekommen, einmal die Woche haben wir uns angeschaut, was sagt die Presse über den Fall. Und das war schon wirklich krass. Die Leute haben alle gesagt, dass die sehr, sehr, sehr verbissen ist und verrannt hat sich in diesem Thema Clan-Boss hinter Gittern kriegen und dann einfach dabei nicht gesehen hat, was eigentlich die Nebenkläger erzählen. So. Und da war schon ein paar Widersprüche im Gericht für jeden erkennbar. So Kleinigkeiten wie, das Buch habe ich nicht gelesen und dann gibt es ein Hörbuch oder sowas. Wo er gesagt hat, das war richtig lustig. Warte, wo er gesagt hat, Buch, keine Ahnung, wurde einfach ausgebaut. Da sag ich mir, tickt der nicht mehr richtig? Der hat eine Lesereise gemacht. Warte, ganz kurz. Vorgelesen. Nächsten Tag treffe ich mich mit dem Anwalt, ich gebe dir das Hörbuch. Ja, aber sagt er? Er sagt, ja, sie hören ihn. Also der lügt, wo man nur kann. Ja, das ist krass. Aber er musste ja diesen Ballon so aufspielen, weil er wusste, im Hintergrund bin ich ja zivilrechtlich gegen vorgegangen. Mhm. Nicht strafrechtlich. Nein, ich verstehe. Ich habe ihn wieder angeschissen, habe gesagt, ich will nur mein Recht haben. Mhm. Ich, Arafat Abou-Chaker, gehe gegen ihn zivilrechtlich vor. Ja? Mhm. Er geht erst nach anderthalb Jahren andersrum gegen mich vor. Er gewinnt, ich verliere. Da geht er großkratzig raus. Ja, darüber berichtet keiner. Ich habe gewonnen. 2,2 Millionen, 1,8 Millionen. Warum sagt er denn nicht zum Freispruch was? Mhm. Aber er hat ja alles verloren, was der deutsche Rechtsstaat. Ja, sag mal, hast du das Gefühl gehabt, aber der Richter, ich muss sagen, ich hatte das Gefühl, der Richter war ganz okay. Der war also meines Erachtens unbefangen und neutral. Also ganz ehrlich, ich war sehr, sehr, sehr positiv überrascht, dass die Kammer wirklich neutral war. Ja, die Kammer war cool. Neutral, aber manchmal hatte ich das Gefühl, okay. Also ja, der war so zornig, ging auf unsere Seite. Dachte ich, ach Scheiße. Ja. Nee, der Richter hat sich oft nicht in die Karten gucken lassen. Genau. Ja, der hat... Ich wusste auch bis zum letzten Tag, wirklich, ich war sehr aufgeregt und was kommt jetzt auf mich zu? Ich kann mir vorstellen, dass du sehr aufgeregt warst. Ich war auch aufgeregt, ich war auch einfach, weil das so spannend war am Ende noch, wobei es das komplette letzte Jahr wirklich total langweilig war. Dokus gucken, also so Schwachsinn. Aber ich war am letzten Tag, war ich auch da und es war spannend, muss ich sagen. Ich kann mir vorstellen, du warst schon 100-mal aufgeregter, aber ich muss sagen, war mir schon sehr sicher, dass das auf sowas wie Freispruch rausläuft. Weil es war schon früh zu erkennen. Ja, ganz was ehrlich, hast du denn gemacht? Ja, aber das siehst du als Nicht-Betroffener natürlich. Ich bin Betroffener gewesen und wo ich dann das Plädoyer von der Staatsanwaltschaft gehört habe. Ja, das war schon wild, ja. Und dann wirklich, wo sie gesagt hat, ich verlange 4,5 Jahre. Ja. Ich nur so, was? Das ist crazy. Geht's noch? Das haben aber alle geschrieben. Alle Journalisten haben das geschrieben. Ernsthaft? Das war crazy. Ja, du als Nicht-Betroffener sagst, ach, die spinnt. Aber ich als Betroffener, ja. Stell dir mal vor, Angst. Ja, die Kammer ja. geht, na, natürlich. Geht der Staatsanwaltschaft, also sagt ja, wir sehen das genauso, beispielsweise. Ja, ja. Es würde ja, dann würden die ganzen Leute, ja, geschieht ihnen recht. Ja, obwohl es nicht der Wahrheit entspricht. Recht haben und Recht bekommen sind ja immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Das darfst du ja nicht vergessen. Ja, ich muss ehrlich sagen, ja, ist ja schon heavy. Also ich habe natürlich selber eine Meinung, aber ich habe auch immer geguckt, was schreiben die Journalisten, die anderen so, die jetzt vielleicht nicht so im Thema sind oder vielleicht nicht ganz so oft in der Szene sind, einfach mal um zu schauen, den Außenblick zu bekommen. Aber da waren sich am Ende alle einig, dass das mit den Fähren. Es wäre fast einmal eskaliert im Saal. Wann? Da warst du nicht da. Das war ziemlich am Anfang, wo er ausgesagt hat. Du musst dir vorstellen, also ich mache ein Beispiel, wenn da die Kammer sitzt, hier sitzt die Staatsanwaltschaft, ich war der Erste hier. Dann mein Bruder Rommel, dann mein Bruder Nasser, Anwälte, gegenüber Yasser, Anwälte. Und er saß so da, so ungefähr. Und hat ein Mikro.
Und hat ausgesagt. Ja, und dann so, Richard. Wirklich? Ich schwöre dir bei... Was? Gott. Ich so. Mein Bruder hatte komisch an, ich so... Das hat er nicht gesagt. So, Richard, heißt du richtiger Sohn? Ja, und sagt mein Sohn. Oh mein Gott. Ich denke, hast du es gehört? Ich so, nee. Ah, vielleicht habe ich mich verhört. Okay. Dann hat er es öfter gemacht. Hat versucht, sich zu produzieren, ja. Genau, öfter gemacht. Bei Allah. Sag mal zu, du kannst mich nicht beleidigen. Heißt mich für ein Stück Scheiße, du. Der Richter, was hier los ist, der beleidigt mich nicht. Also, ist mir scheißegal, was ihr im Griff ist. Ist mir auch egal, wer dich schützt oder nicht. Du beleidigst mich hier nicht. Du kommst schon, beleidigst mich mit deinen Lügen und dann nennst du uns so frech. So, verstehst du? Ja, du hast jetzt deine Aufmerksamkeit bekommen von mir. Weil es gibt... Irgendwann ist vorbei. Weißt du, wenn er mich beleidigt, so, komm, du bist eine Beleidigung, ja. Du kannst mich nicht beleidigen. Aber meine Eltern zu beleidigen, ja, dann hat das, dann wurde abgebrochen. Und dann hat der Richter gefragt, was war denn los? Ich meinte, richtiger heißt Sohn. Und ich lasse mich nicht von ihm beleidigen. Hm. Und dann war die Frau Dr. Wolf, die hat das auch gehört. Und andere Anwälte haben das auch gehört. Seitdem hat er es unterlassen. Okay, gab es dann irgendwie interne Gespräche. Unterlassen. Ich werde mich nicht beleidigen lassen. Ja, aber er hat wahrscheinlich versucht, verstehst du, der labert Scheiße, will mich und meine Brüder jahrelang hin. Ja, er will sie aus der Reserve locken, dass sie genau da eigentlich ausflippen, am besten noch auf ihn draufgehen oder ihm eine Backpfeife schieben. Dass die dann genau, also ja, dass er dann genau das bekommt, was er will, die hinter Gittern. Hinter Gittern bringen und dann kommt er dahin so frech und beleidigt mich oder beleidigt uns. Ja, wann war eigentlich so der Augenblick, wo du gedacht hast, wann war der Moment, wo du gedacht hast, das wird hier nicht kurz, ich werde hier Jahre sitzen, also gerichtsmäßig? Oder hast du eigentlich jedes Mal gedacht, das muss ja jetzt vorbei sein? Also ich ich hätte niemals gedacht, dass ich auch aus der U-Haft rauskomme. Ach krass, okay, echt? Ja. Das war ja noch vor dem Verfahren, ne? Ja, ja. Du musst dir vorstellen, ich kam in die U-Haft. Ich habe ja einen Fernseher drin gehabt. Ja. Hoch und runter, nur auf der Butschacke. Ja. Also, wenn ich mich nicht kennen würde. Du würdest sagen auch. Weg mit dir. Das kann doch nicht sein, so sinngemäß. Und dann hatte ich immer morgens früh, wenn die Zelle dann aufgegangen ist, so einen Stapel Zeitungen. Titelseite, auf der Butschacke. Ja, war die ganze Zeit. Alter, der wird mich doch nicht. Die lassen mich hier nicht mehr raus. Also keine Ahnung, was passiert. Ja. Ich habe mich auch so eingestellt, dass ich nicht rauskomme. Krass. Ich habe mir jetzt keine Hoffnung gemacht, dass ich nach 2-3 Wochen rauskomme. Mhm. Irgendwann nach einer Woche habe ich gesagt, okay, die Frau Leister mit Ihnen, die werden das schon so dribbeln, dass ich egal wie drinnen bleibe. Und dann haben sie ihre Schlagzeilen und ich weiß nicht, wer öfter in der Zeitung war, der Papst oder ich oder ein Schauspieler oder ich. Also ich will mich nicht damit rühmen oder angeben, um Gottes Willen, im Gegenteil. Ja, und... Was war da nochmal der Vorwurf, U-Haft? War das diese Säuregeschichte, dass du angeblich eine Attacke vorhattest? War das das? Jemand aus der Familie, bei euch aus der Familie, hätte ja was ausgesagt. Auch, ja. Und das steht ja auch im Buch. Genau, steht auch im Buch. Das will ich ja nicht so, wie sagt man so schön... Spoilern? Nee, nicht spoilern, also. Gottes Willen. Ich will den Lesern das nicht so vorab abnehmen. Ja, sondern das lesen, weißt du? Ja, nee, das meine ich. Es war eine Mischung zwischen einer Aussage von einer Familienverwandte. Ja. Und die dann ihr Fehler eingesehen hat und dann hat es er nachgezogen. Aber ganz, ganz schlimm nachgezogen. Mhm. Und Gott sei Dank hat der Haftrichter es ihnen nicht abgenommen. Ja. Und dann kam ich überraschenderweise, sage ich dir ganz ehrlich, ich habe den ganzen Film gar nicht verstanden. Du warst aufgeregt, weißt du, ich meine, normal. Und ich wollte ganz schnell wieder rein. Mhm. Hört sich jetzt ein bisschen krass an, weil ich wollte meine Pause bekommen. Weil eine Stunde kannst du aus und diese Stunde ist Gold wert. Ja, du kriegst irgendwann eine Macht. Ja, ja, klar. Verstehst du? Ja. Und dann, Abu Chara, raus. Mein Anwalt macht mir so und hinten freut sich jemand. Ich rede mit mir selber gerade. Kann mich jemand aufklären? Verrückt. Ich so, was ist denn jetzt? Komm ich rein? Nee, sind frei. Wie, ich kann jetzt hier aufstehen, nach Hause gehen? So, gar nicht 1% irgendwo hier im Hirn, dass ich rausgehe. Ja, ist verrückt. Das ist verrückt gelaufen. Ja, ich meine. Ich bin mir auch sicher, dass er krasse Anwälte hat, Digga. Also hatte. Jetzt hast du, ich wollte mal nochmal sagen, ganz kurz, jetzt hast du das Buch die ganze Zeit während des Prozesses geschrieben, beziehungsweise mit deinem Autor sozusagen, oder wie ist das passiert hier mit dem Buch? Das war wirklich einfach eine zufällige Sache. Ich bin ganz ehrlich, viele haben mir angeboten, ein Buch zu schreiben. Ja, habe ich mir auch gedacht, du wirst ja ohne Ende wahrscheinlich Anfragen. Ungelogen, Anfragen ohne Ende, Buch, ja, komm, ja. Verpiss dich so. Also man kann halt in mir selber. Und ich weiß nicht, ob ich seinen Namen nennen kann oder nicht. Der Herr Gabriel, wir machen es jetzt ein bisschen förmlich. Ja. Und ja... Der wohnt auch hier in der Gegend und
kam einen zum anderen und dann haben wir angefangen einfach nur zu reden. Ja, ja. Ungelogen, es war noch nicht mal ein Buchprojekt. Mhm. Verstehst du? Und dann hat sich das so ergeben. Mhm. Jetzt muss ich sagen, das Buch ist wirklich sehr interessant. Auf viele, viele, viele Kapitel hier drin werden die Leute schon kennen wahrscheinlich, aber nicht aus deiner Sicht. Also deswegen finde ich das Buch interessant, weil ich kenne fast alle Kapitel aus der anderen Sicht, aus Bushidos Sicht oder halt auch aus den Medien. Interessanterweise für die Leute, die sich vielleicht für sich mal interessieren, was eigentlich so ein bisschen auch, du hast hier auch privates Zeug drin, normalerweise, also hier sind Kinderfotos von dir, hier sind Schulsachen. Interessant fand ich, du bist ja Palästinenser. Ja. Und du hast gesagt, in dem Buch, ich werde jetzt nicht Spoiler, Leute, nur eine sehr interessante Geschichte ist da drin, und zwar die Kommunikation mit der Familie lief über Kassetten. Ja. Kannst du das mal erzählen? Das ist krass. Ich hole so nicht weit aus, aber ein bisschen aus. Ja. Wir sind Palästinenser, wir kommen aus dem Norden Palästinas, Safad. Wir sind wohnvertrieben 1948. Wenn ich sage wir, ist es eher mein Vater und mein Opa. Mein Opa selber ist in Palästina geboren, also wirklich Palästina, weil er vor 48 geboren ist. Ich glaube 41, 42, du weißt ja damals, keine Krankenhaus zu Hause, Haus, danke Maus. Ja, wirklich, dann so mit, ich glaube mit 8 oder 9 Jahren wurde er dann vertrieben und sind dann mit meinem Opa, den ich nie kennengelernt habe, weil er, glaube ich, wo mein Vater 9 oder 11, dann verstorben ist, Rahmatullah Ali, Richtung Libanon. Und dann haben wir in Camps gewohnt, also Camps in Slums. Und du bist auch da geboren? Nein, ich bin der Erste, der in Deutschland geboren ist von meinen Brüdern. Also alle nach mir in Deutschland, davor alle in Libanon. Lange Rede, kurzer Sinn. Lass mich nur ganz kurz sagen, in Camps in Libanon. Ja. So, okay. So Flüchtlingscamps, Flüchtlingscamps in der Stadt Baalbek. Ja, okay. Ja. Das kennt man ja. Also Baalbek. Da haben ja ein paar Leute genau, die Geschichte gehabt. Genau, Baalbek. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann ist mein Vater irgendwann hergekommen, das könnt ihr ja lesen. Und dann, wenn man, es gab kein Telefon, den man sich hochheben kann. Ey, Opa, wie geht's? Oma, wie geht's? Nein. Also gab es wirklich einen Kassettenrekorder. Ja, alle so drumherum. Man hat die Kassette reingetan, auf Aufnehmen. Und dann, Assalamu alaikum, Opa, wie geht's dir? Oma, wie geht's dir? Ich hoffe, euch geht's gut. Schade, dass wir uns nicht sehen können. Du musst dir vorstellen, wir konnten sie auch nicht sehen. Es gab jetzt nicht wie ein iPhone, man konnte sehen. Auch kaum mit Fotos. Ne? Sowas gab es nicht. Ja? Nur Fotos, bis die Fotos entwickelt wurden. Und die Leute hatten kein Geld. Ja, und das war eine Zentrale im Baalbek. Eine Zentrale. Und du musst dir vorstellen, es gibt voll viele, die da reden wollen. Also kannst du vergessen. Also haben wir uns Kassetten geschickt. Und nach einem Monat oder zwei, wenn jemand irgendwann mal vom Libanon nach Berlin kam, so haben wir die Stimme vom Opa und Oma gehört. Tatsächlich, ich habe das gelesen und mich auch dran. Ich kenne das alles, also diese Kassetten da, wo man reinredet, kenne ich alles noch von türkischen Serien, Digga. Erinnert. Ja. Meine Eltern haben das auch so gemacht. Ging also es ging nicht anders. Als meine Eltern nach Deutschland gekommen sind, also bis heute ist déjà vu, war? Ja, es war déjà vu, weil meine Eltern sind unterschiedlich gekommen, wegen Flucht, wegen Krieg. Und meine Eltern genauso. Und also ich frage mich manchmal, wir beide haben es ja nicht mal geschafft, ohne iPhone uns heute zu treffen. Weißt du, so ein Stück Stand. Krass. Dieser, die haben sich in einem fremden Land mit fremder Sprache, das ist eigentlich verrückt. Ist wirklich verrückt. Ja. Und wenn man das so bedenkt, was für Verhältnisse und auch unter welcher Verhältnisse, man muss nach Deutschland flüchten, wirklich flüchten, weil wir wurden vertrieben. Ja. Mein Vater hätte nie sein Land verlassen. Ja, ich weiß, nie was du meinst. Nie und nimmer. Ja, die Leute hier denken immer... Nein, ja, sollen sie denken, was sie wollen. Ja. Weißt du, aber man muss auch sagen, wenn dann so eine Leute sagen, ja, was macht ihr hier? Ihr seid der Grund, dass wir geflüchtet sind. Ist so. Muss man... indirekterweise. Muss man das Kind beim Namen nennen, ja. Verstehst du? Und dann die andere Partei unterstützt und uns vernachlässigt. Aber ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Genau. Sag mal, hast du noch eine dieser Kassetten irgendwo? Boah. Ich glaube nicht. Interessant. Ah, das wäre verrückt. Das wäre Weltklasse. Aber ich schwöre, ich kann mich erinnern, das war in der Mohrenstraße 28. Wir waren in einem Zwei-Zimmer und wir saßen auf dem Boden. Wir hatten immer Doppelbett, das musst du dir vorstellen. Wir hatten, darf ich was sagen? Ganz ehrlich, in diesem Haus hier, auf jeder Etage, ich schwöre es ist wirklich nicht übertrieben, auf jeder Etage ist hier ein Badezimmer, das größer ist, jedes Einzelne ist größer als die Wohnung. Als damals unsere Wohnung, ja. Also wir haben ja in so einer Art, wie nennt man das damals, Flüchtlingsheim-Raum gehabt. Ich war mit meinem Vater und meinem Bruder, waren zu viert in einem Raum, haben 1,5 Jahre oder so mit Doppelbetten und so. Und die waren alle kleiner als diese beiden Zimmer. Ich habe in diesen Zimmern habe ich über 12 Jahre gelebt. Ach krass, Wir haben keine Wohnung bekommen. Ja, okay. Ja. Kannst du vergessen. Oder ich glaube, bei uns vielen Ausländern ist es wirklich so, ich meine, wenn ich mir so anhöre, wie mein Vater und so mir auch erzählt, Digga, die haben wirklich Rekorde gebrochen, Digga. Die haben zu 12 in einem Zimmer geschlafen, alle. Zu 12 in einem Raum. Alle auf dem Boden. Ich frag mich, was da für eine Schnarchbattle gab, Alter. Keine Wohnung bekommen. Mhm. Das war echt krass. Aber uns ging's, also
uns ging es nicht schlecht. Ja. Im Gegenteil, also meine Eltern haben... Aber wir Ausländer sind auch meistens so, wir lieben, wenn es alles so, ja, ich sag ja 12 Leute in einem Raum, wir mögen das. Wir mögen das, wenn die Familie zusammenkommt und 20, 30 Leute versammelt sind. Und alle zusammen am Tisch sind, essen oder sich sehen. Also ich mag das. Ich glaube, viele von euch genauso. Haben dafür gesorgt, dass trotzdem, ja, dass wir was zu essen hatten, ja, Klamotten, ja, so das Übliche. Ich habe jetzt nicht von McNeil die Tasche in der Grundschule gehabt. Ich hatte eine Tüte. Wow, aber war mir doch egal. Am Ende des Tages kamen diese Bücher genau dahin, wo sie hingehören, und haben die aufgemacht. Ja, ich muss auch sagen, ich habe auch keinen Füller von Pelikan gehabt. Ja, oder Lamy. Oder Lamy. Lamy kannte ich damals gar nicht. Ja, wir haben immer, ich muss sagen, unsere Flüchtlings- oder Fluchtzeit habe ich auch keine schlechten Erfahrungen. Und so, weil unsere Eltern haben immer dafür gesorgt, dass wir das irgendwie noch so, die haben das für das Entertainment gesorgt. Ja. Jetzt sagen wir, wenn man jetzt, das ist so interessant, der Weg von Palästina über Libanon, ein paar Jahre später in einen der größten Villas, so, oder was sagt man, Villas, Villen. Ja, sag mal, also das Grundstück ist hier größer, als man gucken kann. Warte mal, ein paar Jahre später? Ja, ein paar Zehner Jahre, 30 Jahre. Ich sag dir ganz ehrlich, ich kann nur Alhamdulillah sagen, ich kann nur Gott danken. Aber niemand anders will ich auch danken, weil er ist der Versorger. Und ich danke ihm natürlich für alles, auch den Werdegang. Es gab Höhen und Tiefen. Ja. Aber auch mal Sachen, die nicht korrekt waren und die Sachen, die korrekt waren. Es ist immer so, die Retourkutsche, dann kommt... Wenn du mal da umgedrückt warst, siehst du bei anderen Sachen, da lief es im Gegensatz, wo du recht hattest, hast du kein Recht bekommen. Das hat sich immer ausgeglichen. Naja, klar. Nee, ich sage nur, vorhin haben wir einen deiner Kinder hier gesehen. Du hast eine Riesenfläche hier. Man braucht die Schuhe gar nicht anfangen zu zählen. Also mehr Schuhe als bei Snipes. Und vor allem mehr unausgepackte Schuhe, als ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich will damit nur sagen, denkst du manchmal, weil du hast ja auch ein paar Kids, denkst du manchmal, ihr kleinen Kids, ihr wisst nicht, wie das war, so weißt du? Das sage ich denen öfter. Ja, so weißt hast du eine Ahnung? Dann kommen sie dann, ja, Papa so. Papa so, gar nichts. Ja. Aber wenn ich so die Kids, die Generation vergleiche, ich glaube, wir waren viel weiter entwickelter als die Kids von heute. Die sind, obwohl ich sagen muss, also, ja, es ist meine so Kids so, sind wirklich, ne? Wirklich auch sehr schlau. Wirklich, die sind nicht so abgehoben und wenn ich denen sage, nein, das kriegst du nicht, oder so, im Gegenteil, dann, wenn sie mal Taschengeld kriegen, und sie kriegen Taschengeld, dann wirklich, die letzten, glaube ich, ein halbes Jahr spenden sie ihr Taschengeld. Sie wollen das, wir haben alles an. Ihr habt ja auch alles. Verstehst trotzdem. Ja, ja. Und ist nicht so, dass sie alles hinterhergeschmissen bekommen, nein. Also gehen die nicht in irgendwelche Clubs und wenn die nicht reinkommen, sagen die, weißt du überhaupt, wer ich bin? Ob du mir glaubst oder nicht, meine Kinder, ja, auch meine älteren Kinder, ich glaube, die sind, ich glaube nicht, dass er jemals in einen Club war. Es interessiert ihn nicht. Und meine Kinder sind auch nicht so präsent auf Social Media. Und du wirst nicht von denen, du kennst sie auch. Also meine Eltern, die sind respektvoll. Haben sie wirklich, hast du jemals irgendwas... Nein, tatsächlich, ich habe die das erste Mal kennengelernt, als wir vor Jahren mal mit Flair hier waren. Ja. Sind, sehr respektvoll. Ja, sind sehr höflich, sehr gut erzogen. Ist das so, weil du dir dachtest, die sollen auf jeden Fall nicht werden wie der Papa? Oder wie ich kann ja von mir aus sagen, ich bin kein Schlechter, sage ich dir ganz ehrlich. Ich sage es ein bisschen... Ja, mach du erstmal. Nein, ich bin nur... Ja, alles gut. Aber man weiß, also du bist ja schon auch in einer sehr, sehr heavy, aufgewachsen in Berlin, sehr heavy Gegend. Du hattest schwere Jungs, mit denen du zu tun hattest. Vieles wird dir nachgesagt. Vieles stimmt vielleicht nicht, vielleicht stimmt vieles, einiges wird stimmen. Du willst ja, also ist das nicht so, dass du auf jeden Fall, ist das nicht so, dass man auf jeden Fall will, dass die Kids nicht damit zu tun haben, was man zu tun hatte mit an schweren Jungs? Ich mach dir mal ein Beispiel, dass du es verstehst. Mein Vater hat uns nach bestem Wissen und Gewissen aufgezogen, also großgezogen. Er wusste meistens auch gar nicht, was draußen abläuft. Ja, ja? Denkst du, mein Vater will, dass ich irgendwie jemanden schlage oder jemand ein Verbrechen tue oder klaue? Nein, tut er nicht. Verstehst du? Also werde ich das genauso machen, am besten Wissen und Gewissen, meine Kinder großziehen. Und wenn er natürlich, guck dir mal, ich kenne viele Familien, da ist immer mal ein schwarzes Schaf dabei. Aber das heißt nicht gleich, oh, guck mal, klar, die sind ganz schlimm. Weißt du, sippenhaft, das ist ja was anderes, stigmatisiert, klar. Verstehst du? Das kannst du gar nicht, na klar. Ja, ich meine nur, ja klar. Wie soll ich dir erzählen? In manchen Fällen ist es schwer und in manchen Fällen sagst du, Gott sei Dank, es ist gut gelaufen. Weißt du? Ja, klar, natürlich. Sag mal, wie sehen denn deine Kids, du hast ja auch ein paar Erwachsene, also schon ältere, so über 18, 19, 20, wie sehen die das denn mit dir und Bushido? Nee. Das ist eigentlich interessant, weil die sind ja mit euch aufgewachsen wahrscheinlich, die kennen ja alles von Anfang an wahrscheinlich und die werden ja irgendwie zu Bushido so eine Beziehung haben wie so ein Onkel, oder? Voll, und auch zu K1. Ja. Wie sehen die das? Also sind die da so voll auf Papa-Seite und auf keinen Fall oder gibt es auch Momente, wo die sagen, ey, Papa, aber... Da hast du ihm Unrecht getan oder chill mal oder irgendwas. Weißt du, wie ist das da so? Vermissen die denn auch?
Boah, der hat eine krasse Frage gestellt, der Roos gerade. Guck mal, wie Arafat überlegen muss, Digga. Ihm fällt das wirklich schwer, gerade Ja zu sagen. Er versucht es jetzt zu dribbeln, aber safe vermissen die ihn, Digga. Egal wie schlecht er war. Sie kennen ihn sehr, sehr gut. Wir waren öfter verreist mit Anna Maria und Bushido. Mhm. Da hatten die nur Alia. Und Montri war dabei. Und die haben sie sehr, sehr gut mit Montri verstanden. Montri hat öfter bei uns geschlafen. Meine Kinder haben bei ihnen geschlafen. Wenn sie vom Westerschrank kamen und bei mir waren, ja, klar. Haben miteinander gespielt, alles. Haben ihn natürlich als Onkelfigur gesehen. Und meine Kinder sind 100% auf meiner Seite. Und nicht mal 1% auf seiner Seite. Weil die haben es ja miterlebt. Mhm. Also ich will jetzt nicht sagen, weil es meine Kinder sind. Nee, aber wenn ich irgendwo falsch liege, es gab auch Leute, die gesagt haben, ey, da finde ich, hast du falsch reagiert. Und ich habe denen auch recht gegeben in dem Punkt. Also ich bin mir sicher, dass die ihn vermisst haben, wo es noch nicht so weit kam, ja, wo er weg war. Ich meine, jetzt nach dieser ganzen Sache hassen die ihn bestimmt, was dem Vater alles angetan wurde. Wo ich vielleicht falsch reagiert habe, indem er mich immer des Öfteren oder sie mich immer des Öfteren angerufen hat. Ich habe auch alle WhatsApp-Nachrichten, da steht es ja wirklich drinnen. Mhm. Bitte kannst du mir helfen und ich will keine Scheidungskinder haben und du kannst mit ihm reden und du bist ja wie sein großer Bruder und kannst du in sein Gewissen reden und andersrum genauso. Mhm. Und da haben die Leute gesagt, misch dich da nicht misch ein. Dich ein. Aber ich habe mich eingemischt, aber nicht im Bösen. Ich habe versucht zu klären, ja. Und da hätte ich mich nicht eingemischt. Ich saß auch mal mit Anna Maria und ihr Vater da. Sie hat ihr Vater geholt, ja, und Bushido hat mich geholt. Ich so, was soll denn das jetzt? Also, ich will da gar nicht eingemischt haben. Und da saß ich im Hof mit denen, mit ihr Vater, Anna Maria und ihn. Und die haben sich gestritten wegen, manchmal wirklich wegen Lappalien. Aber wer schuld ist, ich will nicht mal sagen, wer von denen schuld ist. Die hätten sich einfach nur raffen müssen und gut ist. Und dann sag ich, da habe ich mir gesagt, was habe ich denn damit zu tun? Dann steht der Vater da und sagt, Anna-Marie, nein, du musst auch mal runterkommen. Nein, der ist so und so, mach eine Zigarette an. Und siehst du hast doch geraucht und du rauchst. Ja gut, eine normale Ehegeschichte und du bist halt engster Freund der Familie. Natürlich bist du da irgendwie, wird man ja immer mit reingezogen irgendwie. Ja. Also ein bisschen als Berater, Anwalt oder richtig, sowas. Aber da haben auch, hätte ich mal... Na gut. Hätte ich mal in gewissen Phasen mal gesagt, weißt du was, komm klar. Wenn ihr nicht zueinander passt, verlasst euch. Sag mal, jetzt habe ich gefragt, ob die Kids den mal vermissen oder sowas oder die Situation... Tour und Musik, aber wie ist das denn bei dir? Jetzt ich weiß, es ist schwer, darüber nachzudenken, nach so einem Buch, nach dem Gericht und bla und bla, aber gibt es Momente, wo du sagst, ey Mann, wir hatten eigentlich eine geile Zeit? Guck mal, das kann man ja nicht verleugnen, klar hatten wir eine geile Zeit. Aber diese, du musst verstehen, diese geile Zeit, er hat damit alles vernichtet, was er gemacht hat. Ja. Man denkt nichts mehr an Schönes, was mit ihm ist, weil Alter, der hat mir so krass angeschissen, was nichts mit ihm zu tun hat. Also nicht, dass ich schuld war. Gelogen, um nur Verfahren. Und wenn ich dann höre, ich habe doch nie ausgesagt, ich habe doch nur meine Familie beschützt. Du bist ein Lügner. Mhm. Du hast Sachen reingebracht. Ich werde auch Sachen reinbringen. Mal gucken, ob die Staatsanwaltschaft mal dieser Sachen nachgehen und ihn und seine Frau, weil es ja Bonnie und Clyde, mal ein Verfahren wegen Baby Luxury 400.000 wegen Plakatierung, nicht die Plakatierung von Mason Bucks, Peace, andere Plakatierung, wegen das Diamantenarmband, wo seine Schwiegermutter involviert ist. Ja, wir können eigentlich, ich hätte den Punkt später gemacht, aber lass uns... Nein, ich wollte es ja nur sagen. Jetzt stell dir mal vor, wer andersrum. Alles, was er nur anderen gesagt hat, die sind zu Leuten gegangen. Ich habe irgendwann die Akten später bekommen. Ich mache dir mal ein Beispiel. Die sind zu einem Typen gegangen. Ich möchte seinen Namen nicht nennen. Vielleicht will er das nicht. Und wir haben gehört, Herr Arafat Abouchaka hat sie geschlagen. Also das LKA. Also von wem haben Sie das gehört? Also nein. Doch, hier hat jemand eine Anzeige erstattet wegen Körperverletzung. Wer hat denn eine Anzeige erstattet? Ja, Herr Ernest Faschischi. Ich muss doch wissen, ob ich geschlagen wurde oder nicht. Verstehst du? Wir haben auch einen Zeugen. Also sag mal, was wollt ihr von mir? Ja, gab es mal eine Situation im Haus von Ernest Faschischi. Er meint, ja, Arafat ist wütend geworden, weil die haben bei mir oben im Haus einen Schrank gebaut und die hatten irgendwas Schweres und der ist auf die Treppe runtergegangen und die Treppe ist kaputt gegangen. Ja, und ich habe ihm nur gesagt, ey, bitte reparier. Nee, kann passieren. Tickst du nicht mehr? Ich kenne ihn ja gut. Ja, dann, ey, du wirst das reparieren, ganz einfach. Du hast die Scheiße gebaut, also behebe das. Und in dieser Situation hat Bushido behauptet, ich hätte ihm eine Schelle gegeben. Ja. Und da war nur er, der Typ, Bushido und ich.
Es gibt ja so ein paar Videos, also ein Video, wo Arafat einen aus der Bühne so klatscht, weil er irgendwie Stress macht. Geh nach hinten, Patsch, Digga. Und rate mal, wer Zeuge war. Anna-Maria. Ach, Anna-Maria. Und da sagt er, Anna-Maria war gar nicht dabei. Aber sie war Zeugin. Und das ist so krass. Und dann, er verneint das. Ja, es gab einen Disput. Arafat, er hat auch gesagt, Arafat hat am Ende des Tages auch recht gehabt. Ein Disput, aber Anna-Maria macht wieder eine Zeugenaussage, dass man mich wieder in ein Licht bringt. Ich hatte jeden, keine Ahnung, wen geschlagen. Denkst du, weißt du, was im Vermerk steht? Bei jedem, wo die Polizei hingegangen ist. Vermerk, der Typ hat Angst vor Arafat, deswegen sagt er nichts. Ja. So entschuldigen sie alles. So schützt die Polizei. Dann die Zeugen, meinst du? Bushido und Anna-Maria. Ach so. Ja, die beiden, wie kommt das eigentlich, wenn du so oft dabei warst, Ehestreit und jahrelang kennen und so, wie kommt es, dass die so einen Hass auf dich haben, zusammen? Also die fahren ja richtig gegen dich auf. Also darf ich mal dir mal sagen? Sag dir ganz ehrlich, ja. Bushido, also wie ich es einschätze, der hatte keinen Hass auf mich. Anna-Maria, an diesem Tag, wo wir Streit hatten, ich hatte ja öfter mit Anna-Maria Streit, auch auf Kreta, wo wir auf Kreta waren und so. Aber Anna-Maria, glaube ich, wo ich das ausgesagt habe, neben ihr Mann, ich möchte nicht mehr mit dir arbeiten, hat sie die Stunde der Kunst ausgenutzt. Ah, okay. Ja? Und dass die sozusagen an meiner Stelle reingeht. Und das ist ja auch so passiert. Ach. Also muss sie nach wittern, ihn vollpumpen. Und das Beste war ja entweder er oder ich. Er oder ich. Ich hau ab mit den Kindern. Immer dieses Erpressen. Er oder ich. Und irgendwann hat er sich gefühlt, aber er ist auch nicht anders. Er ist ja ein Betrüger. Also wie seine Betrüger, war ich auch irgendwann mal ein Betrugsfall. Weil ich habe es ja mit ihnen aufgebaut oder andersrum. Egal wie. Und mir steht ja was zu. Wir hatten, ja, klar. Es ist ja eine Stille, also es ist ja eine GbR gewesen. Okay? Und nicht wie er sagt, ich war Manager. Nein, ich war kein Manager von dir. Jeder weiß das auch. Da kannst du auch jeden, der jemals bei uns gearbeitet hat, fragen, ob ich Manager war. Wir hatten mal einen Managementvertrag, der ganz kurze Zeit aktiv war, um eine Rechnungslegung zu machen, aber der wurde wieder aufgehoben. Aber Bushido hat wieder einen Schachzug von ihm, muss ich ihn erst lassen. Ich habe dem Managementvertrag auch nie das Finanzamt gegeben, auf welcher Grundlage ich meine Rechnung schreibe. Und auf jeder Grundlage meine Rechnung steht auch nicht laut Managementvertrag. Den hat er aber geholt, dass er vor Gericht sagt, dieser Vertrag ist sittenwidrig. Weißt du, zum Beispiel im Fall Klein-Machnow, da wollten die den GbR-Vertrag bei mir im Original haben. Sonst gilt er nicht. Dann soll er mir den Vertrag, den Managementvertrag zwischen ihm und mir, auch im Original, weil wir haben ihn, glaube ich, 2008 verbrannt, aufgelöst. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also, weil er aber eine Kopie hatte und wie er sagt, irgendwann die Steuerfahndung hat mir meine Papiere zurückgegeben, weil irgendwann eine Razzia 2014 oder 15 gab, weil er wieder einen Betrug gemacht hat und die Papiere genommen hat und irgendwann in 18 zurückgegeben hat, zufälligerweise hat er den Vertrag vergessen. Sag mal, was ich mich immer gefragt habe, wenn jemand so reich ist und so ein Star ist und so viel Geld hat, wieso hat der es nötig für erwartungsgemäß 100.000 oder 150.000 oder mal 20.000 solche Versicherungsmoves zu begehen? Was? Schaltet direkt zum nächsten Video. Direkt. Jetzt gerade ist Part 2 hochgeladen, Habibis. Ja, nicht um, dass wir unser Algorithmus verlieren. Also, kommt direkt aufs zweite Video. Ich küsse eure Herzen. Danke für euren Support. Wir dürfen nicht unser Algorithmus vergessen. Ganz, ganz wichtig. Vielen Dank für euren Support. Kommt direkt zum nächsten Part. Also Part 2 ist jetzt schon hochgeladen.